Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer Bürgerfunksendung des Medienzentrum Ruhr e.V. Mein Name ist Walter Wandke, ich möchte Sie einladen, ein Stück Essener Radiogeschichte näher kennenzulernen. Vor mehr als 30 Jahren wurde in unserer Stadt die neue Essener Welle e.V. gegründet. Nach dem Sendestart von Radio Essen 1992 wurde die neue Essener Welle, kurz NEW, dann ein wichtiger Produktionsort für Radioprogramme unterschiedlichster Art im sogenannten Bürgerfunk, in dem Sie jetzt auch diese Sendung hören können. Das bisherige Vereinsarchiv dieser Sendungen über mehrere Jahrzehnte soll jetzt digitalisiert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Warum es sich lohnen kann, in dieses künftig öffentlich digitale Archiv reinzuhören, erfahren Sie gleich in einem Gespräch mit Katja Schütze, die viele Jahre inhaltlich wie auch geschäftsführend in der NEW tätig war. Begleitet wird dieses Radiogespräch von Jingles und Anmoderationen einiger Bürgerradiosendungen, die etwa anno 2000 regelmäßig zu hören waren. Ja, wir haben also ein Radio, feines Radio. NEW Magazin bringt zusätzliche Kaufkraft, Wohlstand und Arbeitsplätze. NEW Magazin. Boah. Für alle Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Omas, Opas, Onkel und Tanten. Hallihallo und herzlich willkommen zum NEW Magazin. Ich bin Claudia Weingärtner und habe heute folgende Themen für Sie. Wir beginnen mit einem Bericht über die Zwangsabgabe von Speichelproben libanesischer Flüchtlinge. Darauf folgt ein Mitschnitt vom Tag X einer Veranstaltung in der Zechegal zum Widerstand gegen Castortransporte. Und zum Schluss schauen wir auf die Zukunft des Ruhrland-Museums. Doch zuerst gebe ich ab an meinen Kollegen Frank Mono und wünsche Ihnen viel Spaß mit Let's Fetch Reds Sport aus Essen. Danke, Lothar, für die schöne Einleitung. Es ist wieder soweit Rot-Weiß-Essen-Zeit und ich hoffe, ihr seid dabei auf der Frequenz 102,2 von Radio Essen. Hier ist die Let's Fetch Reds Radio Show mit Informationen rund um den rot-weißen Fußball. In den letzten Wochen gab es genügend Schlagzeilen. Heute gehen wir mal mit einem närrischen Augenzwinkern an die Sendung heran. Zu Gast im Studio in der Technik the one and only Klaus Hausmann und am Mikrofon Frank Hono. Viel Spaß bei Let's Fetch Reds. Mein Name ist Walter Wandke und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Gespräch über die Geschichte des Bürgerfunks in Essen, über die Geschichte der neuen Essener Welle, die vorhatte, Gegenöffentlichkeit in den Essener Lokalfunk zu bringen, die neue Gruppen hörbar machen wollte. Das hat jetzt eine über 20-jährige, eigentlich sogar 30-jährige Geschichte. Und dazu möchten wir einiges berichten, was sich in dieser Zeit zugetragen hat. Hier im Studio ist Katja Schütze. Hallo. Und Katja Schütze ist lange eine Kollegin von mir gewesen, in der Zeit, als wir tagtäglich am Bürgerfunk an guten Sendungen, Beiträgen gearbeitet haben. Und diese Zeit soll jetzt digitalisiert werden. Wir stehen hier im Medienzentrum der Stadt Essen vor Bergen von Archivmaterial, vor CDs, vor alten Tonbändern, die viele spannende Dinge aus der Geschichte der Stadt Essen, viele Diskussionen enthalten. Ja,
mein Name ist Katja Schütze. Ich habe seit 1991 bei der Neuen Essener Welle, einer Bürgerradiowerkstatt, im Leitungsteam mitgearbeitet, war aber schon vorher aufgeheizt von der Idee, dass Menschen im Radio zu Wort kommen. Angefangen hatte das alles 1987. Ich habe damals in einem Arbeitslosenzentrum gearbeitet und Ludger Fittkau, der damals schon aktiv war für die Bürgerinnenbewegung, Radio zu machen, kam dort rein. Wir wollten ein Hörspiel produzieren. Ich war da ganz, ganz heiß drauf, weil das sich so spannend anhörte und was ganz Neues war, mit Menschen ja, Radio zu machen, mit Tönen zu arbeiten, mit Texten zu arbeiten und das öffentlich zu machen. Das hat sich dann fortgesetzt, ohne dass wir eigentlich ein Verbreitungsmedium hatten, dass wir mit Jugendlichen Sendungen gemacht haben, teilweise für Kindergeburtstage, teilweise für Kitas, kleine Aufführungen und ganz viele andere Sachen. Ja, und dann kam in Nordrhein-Westfalen ja das Mediengesetz, dass es in jeder Stadt einen lokalen Rundfunk geben sollte. Dieser lokale Rundfunk war jetzt gar nicht so unbedingt das, was wir so richtig prickelnd waren, denn er sollte privat sein, es sollte in jeder Stadt auch nur einen geben. Aber diese Auflage an die Zeitungsverleger, die diesen Rundfunk machen durften, veranstalten durften, war eben, dass sie 15% ihrer Sendezeit an jede Frau und jeden Mann in der Stadt abtreten musste. In diesem Kontext, weil ja damals auch nicht jeder Radio selber zu Hause machen konnte, haben sich dann in Essen und natürlich auch in anderen Städten viele Radiowerkstätten gegründet. Dazu müssen wir vielleicht an dieser Stelle anno 2022 einsetzen. Wer in den 80er Jahren Radio machen wollte oder im Radio auftauchen wollte, der war ja in Nordrhein-Westfalen, eigentlich in ganz Deutschland, darauf angewiesen, dass ihn ein Reporter vom WDR ansprach, dass es vielleicht da Projekte gab mit Hörspielen oder dass es noch einen Schwarzsender gab, ganz illegal von der Polizei verfolgt. Und eigentlich war das ja wirklich nicht üblich, offiziell überall einfach selber Radio machen zu können. Eine Chance, von der sich viele was versprochen haben. Ich würde auch da nochmal dazu erwähnen, es gab andere Bundesländer, zum Beispiel ausgerechnet in Bayern, da gab es schon sowas wie eigenständige Radiosender von Gegenöffentlichkeit. Es gab Stichworte wie Radio Dreiecksland, die im Zuge der Anti-Atomkraft-Bewegung zum Teil von Frankreich aus nach Deutschland reingesendet haben. All das konnte man sich vorstellen, dass das im Ruhrgebiet auch möglich würde. Das waren allerdings erst einmal Radiofantasien. Radiofantasien, das war auch mal ein schöner Name eines großen Kongresses in der Zeche Karl über das, was möglich sein sollte. Und dann gab es tatsächlich Radio Essen. Das war sicherlich ein großer Unterschied zu dem, was viele sich von einem Lokalradiosender erträumt hatten. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe von Essen Interkulturell. Eine Sendung von Projekte e.V. auf der Neuen Essener Welle. Wir haben heute Abend zwei Themen für Sie zusammengestellt. Zunächst möchten wir Ihnen das Buch Meine sieben Leben von Ruth Zucker vorstellen. Im zweiten Teil erhalten Sie mehr Informationen über das internationale Jahr des Freiwilligen. Im Studio für Sie heute Abend sind Mirko Schwärzel und Malte Hesse. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Du hast gerade schon gesagt, Radio Dreiecksland, das war natürlich der Piratensender, von dem alle geträumt haben. Wir haben eine eigene Frequenz, wir tauchen irgendwo auf und können von jedem Ort senden und das war eine Utopie. Und manchmal haben wir auch davon geträumt, dass wir auf dem Kennedyplatz in Essen stehen mit unserem Funkwagen und das machen, aber das war einfach nicht zu realisieren. Man muss sich ja auch vorstellen, heute kann jede und jeder Radio machen an seinem Laptop, an seinem Tablet, vielleicht sogar an seinem Handy oder an ihrem Handy. Aber damals war es ja noch so, Computer waren noch gar nicht in den Haushalten so verbreitet. Man musste,
um Radio zu machen, im Prinzip in eine Radiowerkstatt gehen, die eine Technik vorhielt von Mischpult, Zuspielgeräten und eben einer Bandmaschine. Und diese Bandmaschinen waren nicht nur sehr teuer, sondern die waren auch nicht ganz so einfach zu bedienen. Man brauchte schon ein bisschen Übung, um auch gescheit schneiden zu können. Man brauchte Hilfe bei der Aufnahme, beim Einsprechen. Also es mussten immer in Gruppen, musste produziert werden und es sollte doch immer ein technischer Support auch da sein, den die Radiowerkstätten bieten konnten. Deshalb können wir an dieser Stelle vielleicht auch mal darstellen, die neue Essener Welle, die es als Verein jetzt noch gibt, wenn auch im Moment mit minimalen Aktivitäten, war eben ein ganz offizieller, eingetragener, gemeinnütziger Verein. Da waren viele Gruppen. Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, es gab in Essen nicht nur die neue Essener Welle, sondern es gründeten sich gleich 5 Radiowerkstätten, nämlich die Volkshochschule hatte eine eigene Radiowerkstatt, der Wirtschafts- und Unternehmensverband, der Sportverband und auch die Falken. Und auch die katholische Kirche. Alle diese Organisationen hatten ihr eigenes Studio, hatten ihr Klientel und haben eben in ihrem Sinne Bürgerfunk gestaltet. Und die neue Essener Welle baute sich so auf, da sie in dieser sozialen, damals sehr starken sozialen Bewegung doch sich etabliert hat, sprach sie all jene an, die sich bei den anderen nicht zu Hause fühlten. Also Umweltgruppen, Schwule und Lesben, Naturschützer, Selbsthilfegruppen, politisch Aktive, Menschen aus Geschichtswerkstätten, aber auch Leute, die politische Veranstaltungen mitgeschnitten haben und die so wichtig fanden, dass sie die in die Öffentlichkeit bringen wollten oder die Politikerinnen einluden oder Expertinnen einluden, um einfach Gespräche über aktuelle, damals aktuelle Themen zu führen. Hallo Freundinnen und Freunde des guten Musikgeschmacks, hier ist Geheimtipp mit Ralf Kniffka am Mikrofon. Heute geht's um In Extremo und um Mila Ma, die ihr im Hintergrund hört. Der neuen Essener Welle können wir vielleicht auch noch ergänzen. Es war klar, die neue Essener Welle war in diesem Sinne als offene Radiowerkstatt gegründet worden. Das war auch eine Bedingung, dass sie zum Beispiel öffentliche Zuschüsse kriegen konnte. Und es war dann auch so, es gab eben zum Teil Hausbesetzer, die dort berichten konnten über ihre Arbeit. Aber auch die Kreisjägerschaft hat regelmäßig Sendungen gemacht. Gruppen wie die Borbecker Volksmusikanten, die die alte Kunst des Akkordeonspielens noch verfolgten und auch über den Lokalsender brachten. Der offene Zugang war ganz wichtig. Es sollte eben wirklich Radio gemacht werden für alle Gruppen der Essener Bevölkerung. Und Bürgerfunk in diesem Sinne war auch der Unterschied, sich über Themen auch mal 20 Minuten unterhalten zu können und nicht nur in 2 Minuten, bis dann der nächste Musiktitel eingespielt werden muss. Das war ein wichtiges Kriterium, weil es nun mal auch viele Dinge gibt, da braucht es einfach mehr Hintergrund, die kann man eben nicht in 1,30 pressen. Das war immer unser Punkt in den vielen Jahren und auch, dass wir Musik nicht nur als Berieselung verstehen wollten und in den Sendungen immer das Privileg auch genutzt haben, an sehr vielen Stellen zu den Themen passende Musik zu nutzen. Die nicht immer allen gefiel.
Ja, die viel nicht gefiel und Auseinandersetzungen, die wir mit in diesem Fall dem Lokalradio Essen und der Redaktion hatten, die waren häufiger, weil wir nach deren Meinung eigentlich falsche Musikfarben genommen haben, als über die Inhalte. Die hat es auch gegeben, aber ein Punkt war immer, es sollten Musiktitel weder Punk und eigentlich Volksmusik vorkommen und natürlich auch kein Jazz oder Musik aus den 50er Jahren und gerade das wir eher das Gegenteil gemacht. Und Walter, du hast jetzt noch eine ganz wichtige Sparte vergessen. Die Volkshochschule und die Neue Essener Welle haben sich ja schon im Vorfeld des Bürgerfunkes dafür engagiert, dass migrantische Gruppen auch im Radio zu Wort kommen. Wir haben ungefähr ein halbes Jahr vor Sendestart damit begonnen, muttersprachliche Programme zu fördern. Das heißt, es gab sieben Sprachgruppen in Essen, wovon jede dieser Gruppen einen Abend im Radio eine halbe Stunde senden durfte in ihrer Muttersprache. Und das war einfach einmalig für diese Republik. Da gab es spanische Gruppen, portugiesische, italienische, türkische, kurdische, arabische, polnische und die polnische Gruppe. Und auch diese Gruppen haben die Studios der Radiowerkstätten am Anfang genutzt, um ihre Beiträge zu machen und auch nochmal speziell ihre Communities anzusprechen. Hier ist die Grüne Welle, das Infomagazin der Kreisjägerschaft Essen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jürgen Welbers. Also es gab natürlich die Möglichkeit zu senden und ich habe noch mal in die alten Unterlagen geguckt. Wir haben gedacht, das ist ganz toll. Wir könnten jetzt zum Beispiel Sparten machen, dass die Zuhörerinnen auch ein spezielles Frauenprogramm, ein Kinderprogramm, das Programm Umwelt, das Programm Stadtgeschichte oder so zu bestimmten Zeiten hören könnte und haben uns das also ganz toll und ausführlich überlegt. Aber dann stellte sich sehr schnell raus, nein, so geht es nicht. Es herrscht das Prinzip der Schlange. Im Prinzip die Sendung, die eingereicht wird, wird dann auch als nächste gesendet. Das wurde dann etwas abgeschwächt, dass die einzelnen Radiowerkstätten halt ihre Sendeplätze hatten und die dann selbsttätig organisieren konnten. Aber dieses eigentlich Zielgruppenprogramm, was ursprünglich geplant war, war nicht möglich. Zum Zweiten unterlagen wir natürlich immer dem Diktat der Werbung. Also unsere Sendezeiten, es wurde nicht da oftmals gar nicht darauf geachtet, ist da jetzt noch was zu sagen, weil die Werbung kam zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann war die Sendung Schluss. Es gab einfach dadurch so viele Konflikte. Ich war auch seit 1991 in der Veranstaltergemeinschaft von Radio Essen, das ist ja sozusagen das Aufsichtsratsgremium für den Sender, hatte auch da immer wieder zu kämpfen für den Erhalt des Bürgerfunkes, für sinnvolle Sendezeiten. Wie wird es gehandhabt mit der Werbung in den Sendezeiten? Also, dass der Bürgerfunk zum Beispiel werbefrei
bleibt und solche Sachen. Also es war nicht so, dass das von vornherein eine Geschichte der Freundschaft war, sondern der Privatsender hat die Bürgerfunkerin als Pflichtprogramm gesehen und auch häufig so behandelt. Eine Gruppe, auch nicht zu vergessen, die bis heute produziert, zum Teil jetzt aber auch im eigenen Studio, Radio Rosa Rauschen. Wir stellen uns mal noch die Bedingungen Anfang der 90er Jahre vor, dass eine schwule Radiogruppe regelmäßig im Radio sendet, auch in dieser Weise durchaus auch schwules Kabarett macht, aber auch ernste Themen anschneidet. Das war damals wirklich noch etwas Besonderes. Die hätten wenig Chancen gehabt, im normalen Programm aufzutauchen und die waren jetzt regelmäßig präsent. Boah, Jo, mach doch mal die Tür zu. Ja, scheiß Tür, ständig klemmt dieses blöde Ding. Mein Gott, du Tyrann, du bist ein richtiger Türquäler. Das ist Türquälerei. Immer wieder werden in unserem Land Türen übel beschimpft, gequält oder im Sperrmüll ausgesetzt. Treten Sie dem Türschutzverein bei. Spendenformulare gibt es in jeder Portas-Filiale. Hier ist Radio Rosa Rauschen. Das schwule Magazin im Bürgerfunk auf der Frequenz von Radio Essen. Hallihallo, guten Abend, herzlich willkommen zur Februarausgabe von Radio Rosa Rauschen. Ich hoffe, ihr seid alle wieder vollständig. Nein, vollzählig. Was? Vollständig? Hier im Studio für euch sitzen. Ich bin soweit vollständig, die Steffi. Also ich bin auch komplett Vinny. Und meine Wenigkeit, der Klaus. Viel Vergnügen bei der Sendung. Das waren alles Innovationen, die über den Lokalfunk nicht nur in Radio Essen, auch in Nachbarstädten möglich wurden. Und über solche Radiowerkstätten wie die Neue Essener Welle, woanders hießen sie dann Radio Kakadu oder hatten unterschiedliche Namen, die sehr aktiv waren. Und um diesen Berg an Beiträgen, um diesen Berg auch an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, auch an Kultur greifbar zu machen, versuchen wir jetzt mit der Digitalisierung dieser Bestände Leute zu motivieren, auch diesen Teil von Stadt- und Gesellschaftsgeschichte zu erleben. Also ich meine, man muss sich ja aus heutiger Perspektive fragen, warum gab es so viele Menschen damals, die sich dieser Radio-Bürgerinnenfunk-Bewegung angeschlossen haben. Was wollten die eigentlich damals? Heute kann jeder Mensch im Internet das von sich geben, was er oder sie möchte. Und wir waren damals aufgeheizt von der Idee der Gegenöffentlichkeit, denn nicht im Sinne, wie heute viele Leute Lügenpresse schreien, sondern in dem Sinne, ein emanzipatorisches, politisches Radio zu machen, was die Menschen blicken lässt auf soziale Missstände, auf Ungerechtigkeiten, auf Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft. Und wir wollten natürlich, dass alle Gruppen, die nicht sichtbar wurden in der Öffentlichkeit, dass sie sich selber dort präsentieren können, dass sie ihre Angebote, ihre Probleme, ihre Themen in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und deswegen waren wir eben auch so engagiert, diese Menschen anzusprechen, ihnen technischen Support zu geben, aber auch natürlich gute Sendungen zu ermöglichen, mit denen sie sich in der lokalen Öffentlichkeit präsentieren können. Das ging nicht immer gut, weil natürlich Menschen, die ein Anliegen haben, die jetzt nicht journalistisch ausgebildet sind, vielleicht ganz andere Prioritäten setzen, als das ein wirtschaftlich orientierter Lokalfunk macht. Und auch da gab es immer wieder Reibereien. Schon im Vorfeld, wir erinnern uns mal am 1. April 1992, also vor 30 Jahren,
startete Radio Essen und wir standen in den Startlöchern und wollten loslegen. Aber gleichzeitig hatten wir eben auch einen kritischen Blick auf das, was das Mediengesetz hervorgebracht hat. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir am Abend oder zwei Abende vor dem Start von Radio Essen in Essen-Steele im KUFO eine Veranstaltung hatten. Funkstille hieß die. Und weiter, da kannst du vielleicht dich noch besser erinnern, denn du hast ja mit Sigi Domke, Ludger Fittkau zusammen dieses Buch Funkstille geschrieben und eigentlich den privaten lokalen Rundfunk und die Verleger ganz schön aufs Korn genommen. Ja, die Grundidee dieses kleinen Büchleins eben mit Sigi Domke und Ludger Fittkau als den Initiatoren war eigentlich schon, sieht auch aus wie ein bisschen wie eine Beerdigungsanzeige, dass ja die ganzen großen Hoffnungen, die man in den Lokalfunk gesetzt hatte, eigentlich schon zu beerdigen seien. Diesen Frust hatten verschiedene, die sich vorher jahrelang abgemüht haben, mit einem Programmschema, mit Vorproduktionen, wirklich sowas wie Gegenöffentlichkeit im Radio herzustellen und dann feststellten, dass ja im Gegensatz dazu nur so kleine Sendehäppchen übergeblieben sind, die zum Teil sehr enttäuscht waren. Natürlich war das dann der Kontrapunkt, das feierliche Eröffnen endlich, nachdem sich das so lange verzögert hatte in Essen, startete der Lokalfunk. Erst zwei Jahre später, als an anderen Stellen, zuerst war man in Duisburg dran und dann ging es darum, ja, wir haben uns das alle vorgestellt, ein Stückchen erweiterte Kultur. Was wir jetzt kriegen, ist einfach nur ein bisschen mehr Kommerz im Lokalradio. Der Alltag war da nicht so schlimm, aber natürlich war das eine böse Eröffnung und dass die Redaktion vom Lokalradio darüber eher verärgert und sauer war, verständlich. Es war natürlich auch eine Provokation gedacht. Der Sigi Domke hat sich dann auch aus den Produktionen im Lokalfunk rausgehalten. Wir wissen, was er sonst mit seiner Zeit für nette Sachen gemacht hat. Es geht darum, dass man sagen muss, es ist eine Monopolisierung der Presselandschaft erfolgt über Jahrzehnte. Für das Ruhrgebiet heißt das die WAZ-Gruppe, heute die Funke-Gruppe. Und diese Monopolisierung von Tageszeitungen ist dann fortgeführt worden im Lokalfunk. Es gibt eben keinen Konkurrenz-Lokalsender in Essen. Sowas gibt es überhaupt in Nordrhein-Westfalen nicht. Das ist gesetzlich nicht erlaubt. Diese Monopolisierung, die wurde dadurch erträglicher gemacht, dass man sagt, ja, dann brauchen wir ja Meinungsvielfalt im Sender selber. Das muss dann der Bürgerfunk leisten. Der wird nicht von der Zentralredaktion des Senders zensiert. Wir machen das in eigener Verantwortung. Aber natürlich konnte das Lokalradio Sendungen auch ablehnen. Gothic Radio. Das ganze Jahr lang Sommer. Da steht ein Pferd auf dem Flur, ich will dafür singen. Ja, es gab dann zum Beispiel auch Tricks, Gott sei Dank nicht bei Radio Essen, dass einzelne Lokalsender, es gab bis heute, sagen wir mal, etwas über 40 in ganz Nordrhein-Westfalen, die dann die 15% Sendezeit versucht haben, in die Zeit nach Mitternacht zu legen, dass man dann senden konnte, was man wollte, aber eigentlich kein Hörer mehr da war. Und sowas musste dann zum Teil erst über Verwaltungsgerichtsprozesse und gesetzliche Präzisierung verhindert werden, dass solche harte Linien verfolgt wurden. In Essen muss man tatsächlich sagen, mit Katja Schütz in der Veranstaltergemeinschaft, aber auch mit dem damaligen DGB-Chef in Essen, dem Eckhard Löser, waren Möglichkeiten da, dass man den Bürgerfunk schon auch ernst genommen hat. Ja, es gab auch noch andere Auseinandersetzungen. Also es war schon so, dass die Sendungen der Bürgerinnen natürlich vorgehört wurden. Denn es konnte ja nicht alles so einfach über den Äther gehen. Einmal natürlich aus technischen, aber auch aus inhaltlichen Gründen. Und auch da ergaben sich häufiger mal Konflikte, die sehr unterschiedlich bewertet wurden. Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Sendung über die Geschichte der RAF,
wo ein Kollege dann dieses bekannte Zitat von Ulrike Meinhof gebracht hat und im Nachsatz so das Fazit von Ulrike Meinhof gesagt hat und der Chefredakteur damals sagte, das sei nicht ausreichend zitiert. Das wäre ja ein Aufruf zur Gewalt, so wie das gesendet werden würde. Wir hätten da also vorher und nachher deutlich Zitat sagen müssen. Das hat dann auch die LFR und uns und den Sender lange Zeit beschäftigt, weil natürlich die Briefe hin und her gehen, wir nicht den Vorwurf, dass wir zur Gewalt aufrufen, auf uns sitzen lassen wollten, aber natürlich es journalistisch richtig verpackt werden musste. Man muss sagen, das war zum Beispiel ein Beitrag, der war nicht explizit radikalpolitisch, der hatte eigentlich ein sehr buntes Bild über die 70er Jahre von Popkultur, über alles und natürlich gehörte die Auseinandersetzung mit Roter Armee-Fraktion auch dazu. Das wäre ja eher eine Leerstelle gewesen, wenn das weggelassen worden wäre. Oder eine ganz schöne andere Anekdote war, dass Radio Rosa Rauschen in einer Sonntagssendung die Löffelchenstellung vorstellte und ein Familienvater wohl gerade die Kinderschar am Tisch bat zuzuhören. Jetzt käme was zum Osterhasen. Und dann kam doch ein sehr erotisches Programm und dieser Familienvater sich dann empört hat bei Radio Essen, dass sowas unangekündigt über den Äther gehen könnte und er seine Kinder eben doch jetzt vielleicht fälschlicherweise auf nicht so kindergeeignetes Programm aufmerksam gemacht habe. Eine weitere ganz witzige Geschichte war eine Sendung, ich glaube, das war zu Weihnachten, aus der Sternwarte in Essen, die dann nochmal untersucht haben, wie denn die Sternkonstellation zu Weihnachten, also zur Geburt des Herrn, tatsächlich gewesen war und sich da sehr wissenschaftlich auseinandergesetzt haben. Und dann kam aus evangelikalen Kreisen ein Brief, dass der Sender doch jetzt auch verpflichtet werden müsse, die biblische Darstellung nochmal in gleicher Form darzustellen. Also es gab immer auch ein bisschen Reibung, manchmal witzige Anekdoten, manchmal sehr ernsthafte Auseinandersetzungen über die Inhalte und das, was im Bürgerinnenfunk über den Äther ging. Ja, und man kann sagen, das hatte dann für uns als Bürgerradio-Werkstatt in der Weise ein Nachspiel, dass wir uns diese nach unserer Meinung ja Zensur nicht gefallen lassen wollten. Und wir haben dann, damit Erotik im Lokalradio nicht ganz unters Bett fallen sollte, in einer der nächsten Sendungen darauf Bezug genommen und haben dann bestimmte Passagen aus einem Henry Miller Werk dort vorgetragen, der ja ein sehr berühmter, guter, aber auch sehr deutlich erotischer Schriftsteller war. Und das fiel dann natürlich unter den Kunstvorbehalt. Und diese Beiträge, diese Passagen aus den Henry-Miller-Werken, die musste Radio Essen dann senden, weil dann hätten wir in einem eventuellen Prozess tatsächlich Chancen gehabt, wegen Kunst- und Zensurfreiheit zu siegen. Stinksauer hat man dann den Beitrag tatsächlich dann auch gesendet. Genau, also ich meine, da muss man einfach nochmal bei allen Konflikten ein dickes Lob an die Veranstaltergemeinschaft von Radio Essen schicken, auch hier über die Frequenz, denn sie haben uns immer relativ verteidigt und sie haben uns ermöglicht, was in keiner anderen Stadt möglich war, nämlich auch vormittags zu senden. Zwar unter Auflagen, aber immerhin hatten die Radiowerkstätten die Chance, in Essen zwischen 9 und 10 Uhr morgens eine Stunde ihr Programm zu machen. Und das gab es nirgendwo anders und das ist auch über Jahre von allen sehr gerne genutzt worden und hat auch nicht dazu geführt, wie es erst prognostiziert wurde, dann würden die Hörer abschalten. Ganz im Gegenteil, wir hatten immer relativ gute Einschaltquoten. Natürlich muss man auch zur Verteidigung der Privatsender sagen, sie haben es auch nicht immer einfach mit uns gehabt. Also wir haben ja hier gerade schon mal über die Funkstille gesprochen und unsere massive Kritik daran. Und wir haben natürlich auch ganz oft
versucht auszuloten, wie weit kann man denn jetzt gehen, wie können wir nochmal unsere Position klar machen, auch die Position, dass uns die Werbung nervt. Ich möchte nur eine Geschichte erzählen, die ganz witzig war, der Sender fand die nicht ganz so witzig. Eine bekannte Automarke, ein Autohaus in Essen, hatte den Samstagvormittag gekauft vom Lokalsender, um ein Programm zu machen, fahren aus Leidenschaft mit ihren roten bekannten Limousinen. Und das hat uns natürlich ein bisschen aufgestachelt in der halben Stunde, die dazwischen Bürgerfunk war, auch eine Sendung fahren aus Leidenschaft zu machen und sozusagen die Kritik am Individualverkehr, am schnellen Fahren, an Umwelt Probleme, die durchs Auto entstehen und so weiter, deutlich zu machen. Das ließ gerade nicht die Mundwinkel in der Redaktion hochgehen. Ein anderer Skandal, der eigentlich auch schon im Nachhinein was unheimlich Witziges hatte. Die AWO-Jugendgruppe hatte einen Bordellbesitzer interviewt aus Essen und hatte eigentlich einen ziemlich witzigen Beitrag dazu gemacht, der dann aber am Karfreitag ausgestrahlt werden sollte und dieser Beitrag ist dann nicht ausgestrahlt worden, weil im Hintergrund Je T'aime, dieses Lied, mit besonders erotischem Gestöhne lief und das hieß dann ja, am Karfreitag sei das den Hörerinnen nicht zuzumuten, so eine Musik zu hören. Der Unterschied ist natürlich, solche Webseiten muss man sehr speziell aufsuchen. Unsere Hoffnung in den Startjahren des Bürgerfunks, also Anfang der 90er Jahre und auch, sag ich mal, die nächsten anderthalb Jahrzehnte war ja doch immer, wenn wir Bestandteil des normalen alltäglichen Radioprogramms sind mit unseren speziellen Sendungen, erreichen wir eben ganz andere Leute als diejenigen, die tatsächlich mal so ein Flugblatt in die Hand bekommen, die in bestimmten Kneipen mal sind oder, was es ja vorher auch so gab, sogenannte Ruhr-Volksblätter, Presse, die so beim Kampf um Arbeitersiedlungen entstanden war oder auch im Zuge von Kampagnen, unter denen auch die Tageszeitung Taz gegründet wurde, dass wir einfach viel mehr mit den Themen erreichen. Und das ist leider durch die Entwicklung doch weitgehend verloren gegangen. Wir können vielleicht jetzt sagen, es gibt noch immer Bürgerfunk. Viele nehmen ihn vielleicht aber auch heutzutage nicht mehr wahr. Er ist viel seltener geworden. Auch wir hier in Essen machen in selteneren Abständen auch Beiträge im Bürgerfunk, aber eben erst nach 21 Uhr. Und es ist durchaus nicht so, dass man jeden Abend Bürgerfunksendungen hören kann. Die Entwicklung ist jetzt etwas anders verlaufen, aber wir glauben, dass dieser Berg an Informationen und Kultur neu erschlossen gehört. Ja, wenn ich da nochmal einhaken darf. Ich will jetzt nicht die Politik verteidigen. Es war aber damals die Diskussion, es gab ja immer diese hochwertigen Sendungen mit Schulklassen, mit Projektgruppen, mit Vereinen und alles, was sehr aufwendig war. Dann gab es immer diese Low-Budget-Produktion von Menschen, die Musikrichtungen vorgestellt haben, Kulturtipps gegeben haben und neue Computerspiele vorgestellt haben, afrikanische Musik vorgestellt haben, bestimmte Genres, die allerdings jetzt nicht so aufwendig waren. Und dann hat natürlich die Politik gesagt, ja, was subventionieren wir? Wir subventionieren alles gleich. Wir sehen aber, dass die einen so und die anderen so sind. Und die Radiowerkstätten aus dieser Mischkalkulation eigentlich ganz wirtschaftlich ganz gut dastanden. Unser Vorschlag war ja damals, okay, dann unterscheiden wir. Dann möchten wir gerne diese pädagogischen Projekte, die politischen, die gesellschaftlichen Projekte, die ohne unser Zukommen überhaupt nicht zustande kommen würden, weil Lehrerinnen, Pädagoginnen, die sowas machen wollten, die brauchen diese Unterstützung. Gruppen brauchen eine medienpädagogische Unterstützung, um Partizipation zu machen, dass wir die subventioniert bekommen und zwei Sparten von Bürgerfunk haben, die etwas preiswertere, die dann auch weniger subventioniert wird und dafür aber diese pädagogische, gesellschaftlich relevante etwas mehr. Aber da war leider schon der Zug abgefahren, da war eigentlich schon klar, dass die Politik den Bürgerfunk überhaupt nicht mehr haben wollte. Und das sieht man ja heute auch, Menschen, die sich im Internet zu Wort melden, sind in den seltensten Fällen Gruppen.
die das tun. In den seltensten Fällen mit solchen sozialen Anliegen, die jetzt in ihrem sozialen Umfeld, in ihrem lokalen Umfeld passieren, sondern das sind eigentlich ganz andere Gruppen. Und diese Gruppen, die wir damals hatten, die haben wir halt in dieser Sparte verloren. Und wir wissen alle, Flugblätter verteilen und sowas, das bringt nichts mehr. Also ziehen sie sich hauptsächlich auf ihre Webseiten zurück und werben da. Leider muss man sagen, von der Landespolitik her, von der Medienseite, wurde es dann etwa so nach 2005 sehr kräftig eingeschränkt. Man hatte damals, das war eine Landesregierung unter dem Ministerpräsidenten Rüttgers, die Vorstellung, dass der Bürgerfunk und viele Beiträge eigentlich den wirtschaftlichen Erfolg vieler Lokalsender gefährden würde. Man hat die Zuschüsse für Radioproduktion massiv eingeschränkt, ich würde sagen fast auf Null gefahren, und man hat dann auch solche Möglichkeiten, auch im Vormittagsprogramm zu senden, völlig ausgeschaltet. Seitdem ist es auch so, dass alltags eigentlich vor 21 Uhr keine Sendungen mehr laufen dürfen, am Wochenende schon noch etwas früher, und dass natürlich die Zuschussmöglichkeiten für solche Dinge seitdem auch so gering geworden sind, dass sich diese Bürgerfunkkultur sehr eingeschränkt hat, dass es an vielen Stellen nicht mehr möglich ist, hauptamtliche Beschäftigte zu haben. Wir als Neue Essener Welle hatten das über viele Jahre geschafft, einerseits viele Projektmittel zu haben mit inhaltlichen Fragen, aber auch eine hauptamtliche Stelle, die als Techniker für Verwaltung die Sendung betreuen konnte, was natürlich zur besseren Qualität beigetragen hatte. Alles das ist weggefallen. Es ist seitdem auch so, dass Bürgerfunk in weiten Teilen eine reine Freizeitveranstaltung geworden ist, auch für die Betreuung der Technik. Vieles an der Technik ist seitdem einfacher geworden. Wir haben das gerade auch schon dargestellt. Man kann, wenn man will, heutzutage ja sogar an seinem Smartphone Radioprogramme machen. Man kann das sehr viel einfacher machen, aber die gesellschaftliche Relevanz, die Wichtigkeit von Bürgerfunk ist leider seitdem natürlich arg zusammengeschrumpft. Wir wollten ja eigentlich darüber sprechen, warum ein Archiv, warum die Sachen, die damals gemacht worden sind, jetzt noch einmal zu digitalisieren. Die Idee des jetzigen Archivprojektes ist, diese Kassetten, die CDs, auch andere Tonträger kommen auf einen Server, werden alle digitalisiert, werden dann demnächst für Interessierte zugänglich. Man kann sich dann anmelden, einige Beiträge kann man dann vielleicht auch so hören. Was war denn im Frühjahr 1992 jetzt so wichtig in Essen im Radio? Womit haben sich Bürgergruppen beschäftigt? Das soll nicht im Archiv weiter verstauben, sondern Schüler, andere sollen die Möglichkeit haben, einfach im Computer sich da durchzuklicken und das auch so zu benutzen, wie man das heutzutage machen kann, wenn man ein Zeitungsarchiv bei der Stadtbibliothek öffnet, aber eben viel leichter digitalisiert mit Stichworten. Da steht dann Eurogipfel in Essen und dann kann man sehen, gegen Kongress Zeche Karl, Bürgerbegehren gegen die Schließung von Schwimmbädern, tippt man ein und dann sieht man Stichwort, aha, dazu gibt es eine Sendung an irgendeinem Dienstagabend und die hört man sich an und erfährt vielleicht doch noch neue Aspekte, die er aus dem normalen Zeitungsstudium durchaus nicht weiß. Also worauf ich ja besonders gespannt bin, die ganzen historischen Dokumente. Also ich erinnere mich, dass ihr ja auch ein Projekt gemacht habt mit Ernst Schmidt, der ja jetzt leider schon lange verstorben ist, aber auch mit Theo Gaudig. Viele, viele Stunden habt ihr mit den alten Herren gesprochen, die nochmal zur Stadtgeschichte, zu ihrer eigenen Biografie, aber auch zu Biografien von Essener Jüdinnen und Juden gearbeitet haben und zur Geschichte der Arbeiterinnenbewegung in Essen. Also da bin ich besonders gespannt drauf. Und dann erinnere ich auch, dass es ganz viele tolle Projekte von Jugendlichen gab, die Hörspiele zu aktuellen Themen gemacht haben, die wunderbare, auch witzige Umfragen gemacht haben mit Essener Bürgerinnen von, können Sie bitte erklären, wie das mit der Sonne und dem Mond ist, anlässlich einer Sonnenfinsternis, und die Leute auf der Straße alle den Jugendlichen das irgendwie erklären wollten und
alles was falsch. Eine Umfrage in Altenessen, ob die Leute Transferkaffee trinken würden. Aber natürlich auch die ganzen tollen Veranstaltungen, die damals in der Zeche Karl laufen, die haben wir ja auch alle nochmal fürs Radio aufbereitet. Sei das die No-Olympia-Bewegung, sei das zur Expo 2000 in Hannover, sei es zu Antisemitismus, zu 50 Jahre Grundgesetz mit ganz renommierten Personen, die da diskutiert haben. Also es ist einfach ein Schatz vorhanden. Wir müssen ihn nur erschließen und wir müssen Formen finden, wie er interessant aufbereitet werden kann. Ja, das eine interessante Aufbereiten ist natürlich, dass wir einen Satz von Sendungen aus den, ich sag mal, über 20 Jahren als ganze Sendung zugänglich machen wollen. Das können wir natürlich nicht mit den ganzen paar tausend Datenträgern so ohne weiteres machen, aber dass man schauen kann, eine Sendung zum Beispiel hier zu Radio Fantasien Kongress auf der Zeche Karl oder eine Fahrt eine Woche lang in der damaligen Essener Partnerstadt Erfurt, so ein Jahr nach der Wiedervereinigung. Das sind spannende Eindrücke, die sind unmittelbar, das ist das ganze bunte Leben. Viele kennen das vielleicht so bei solchen Retro-Sendungen im WDR oder ARD, Alpha. Diese neuen Eindrücke von alten Ereignissen, von alter Kultur, die gibt es fürs Radio in vielfacher Form. Noch stauben sie hier im Dachboden des Medienzentrums an der Frankenstraße herum. Bald sind sie ganz virulent im Server und über eine Webseite erreichbar. Man tippt eben dann, so ist es gedacht, bestimmte Stichworte ein, von denen man glaubt, sie könnten für Essen wichtig gewesen sein. Und dann wird es verschiedene Radiobeiträge geben, die zu diesen Stichworten passen. Und dann kann man vergleichen. Bestimmte Dinge gibt es jetzt zwar schon im Stadtarchiv, die Sachen aus der Stadtgeschichte, aus dem Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus, die sind sicherlich auch irgendwo gesichert im Stadtarchiv, die wird man aber nicht so ohne weiteres schnell als normaler Nutzer kriegen. Wir haben wirklich gedacht, man sitzt zu Hause am Computer, geht auf die Webseite des Medienzentrums und gibt die Stichworte ein und dann kann man selbst hören, lernen oder etwas Neues machen. Das stellen wir uns vor, dass wir das in einem guten Jahr schon für eine Reihe von Sendungen herstellen können. Genau, und außerdem gucken wir auch noch mal zu Hause, was sich da noch an Sendematerial findet, weil ich habe ja noch ein Auto mit einem Kassettenrekorder und eine alte Sendung der Neuen Essener Welle höre ich mir ab und zu an, nämlich genau heute, ich weiß aber nicht vor wie vielen Jahren, vor 31 Jahren oder vor 29 Jahren gab es ein Konzert mit Esther Bejerano, die ja letztes Jahr verstorben ist, in der alten Volkshochschule und das war so ein wunderbares Konzert und ich freue mich da immer noch, dass wir das damals mitschneiden durften und dass ich diese Kassette noch habe. Das wollen wir gerne nicht nur allen Essenern bieten, die Möglichkeit, daran arbeiten wir jetzt, wir arbeiten da jetzt noch nicht so lange, jetzt seit knapp Anfang des Jahres, wir hoffen, dass wir schnell erste Ergebnisse zugänglich machen können. Die erste Phase, da werden wir ganz viele CDs auf diesen Server spielen, die etwas komplizierteren späteren Phasen. Dann geht es zum Beispiel darum, alte Audiokassetten zu digitalisieren. Wir haben auch noch alte Profibänder, so wie sie auch beim WDR und woanders benutzt wurden, weil wir ja in der Anfangszeit auch genauso arbeiten mussten und wollten wie der WDR. Das zu digitalisieren in einer vernünftigen Qualität wird vielleicht noch etwas komplizierter. Das soll aber auch noch kommen. Und dann steht das ganze bunte Radioleben der letzten 2,5 Jahrzehnte auch allen interessierten Essern zur Verfügung. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wann es erste hörbare Schritte gibt. Und bis dahin verabschiedet sich jetzt Walter Wandke und Katja Schütze. Soweit für heute. Medienzentrum Ruhr macht Radio. Die Videoarchive des früheren offenen Kabelkanals in Essen, OK 43, wie auch das Produktionsarchiv des Medienzentrum Ruhr e.V.,
sind schon länger in der Digitalisierungsarbeit und sollen ebenso öffentlich zugänglich gemacht werden. Welche Medienschätze damit gehoben werden können und vielleicht auch spannende Debatten in unserer Stadt beflügelt werden, erfahren Sie in Kürze in einer weiteren Sendung. Jetzt aber wünscht Ihnen Walter Wandke erst einmal einen erholsamen Abend. لا ترضى بعد وعمري ما ارضى بعدها مستحيل ادرع عيش ثانيه واحده بعدها سمرة لا ترضى بعد وعمري ما ارضى بعدها مستحيل ادرع عيش ثانيه واحده بعدها مستحيل اسمح لغيري يجي يطلب يدها مستحيل اسمح لغيري يجي يطلب يدها لو تدور تطلب عيوني بكل راحي أجد لها سمرة غالية وكل غالي في الوجود يرخص لها لو تدور تطلب عيوني بكل راحي أجد لها مستحيل أسمح لغيري يجي يطلب يدها مستحيل اسمح لغيري يجي يطلب يدها
Liebe.